Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Einschaltung aus Davos und ich muss jetzt dann gleich in Achtungsstellung steigen, denn mir gegenüber steht ein ganz prominenter Gast, der hier entschlossenen Schrittes die Treppe hochgestiegen ist. Es handelt sich um keinen geringeren als den Schweizer Armeechef Thomas Süssli. Ja, Herr Kommandant, Herr, wie muss ich Sie offiziell ansprechen, bitte? Herr Korpskommandant. Pardon, Herr Korpskommandant Süssli. Bitte verzeihen Sie. Schön, dass Sie da sind. Sie sind am WEF. Grüezi, Herr. Sie sind am WEF. Sie haben jetzt viele Termine. Was suchen Sie am WEF? Was werden Sie am WEF machen, Herr Süssli? Ja, neu am WEF gibt es auch internationale oder sicherheitspolitische Themen und das interessiert mich natürlich. Und ich werde an einigen Sessions zu eben sicherheitspolitischen Themen teilnehmen dürfen. Wie ist der Stand, Formstand Schweizer Armee? Wie steht es um die Wehrfähigkeit? Ja, eigentlich wie immer. Wir haben mit der Armee 21, wir konnten die Verteidigungsfähigkeit erhalten als Kompetenz, aber es fehlt uns an Material und an Munition. Was haben Sie, waren Sie an den ersten Ansprachen jetzt hier im Saal? Nein, konnte ich leider nicht teilnehmen. Ich war heute Morgen, wie sich das gehört, bei der Truppe und habe die Truppe besucht. Welche Erwartungen haben Sie ans World Economic Forum? Was erwarten Sie von einem WEF? Wofür sollte so ein WEF stehen in Davos? Ja, vor allem für Austausch. Ich glaube, es gibt nirgends die Möglichkeit, so viele Personen, sondern wo man sonst reisen müsste, lange planen müsste, hier eigentlich auch informell zu treffen. Was ist für Sie im Moment die interessanteste Entwicklung weltweit aus Ihrer Sicht als Verantwortliche für die militärische Verteidigung der Schweiz? Was ist das, was Sie am meisten beschäftigt, was Sie am interessantesten finden, was jetzt gegenwärtig passiert? Ja, schon die Polarisierung auf der Welt, also der Trend zu einer multipolaren Welt, eine Abkehr von der, man kann sagen, westlichen Hegemonie in eine multipolare Weltordnung, eine Abkehr von der, wie es genannt wurde, von der regelbasierten westlichen Sicherheitsordnung. Und das wird das Geschehen die nächsten 10, 20 Jahre dann wahrscheinlich auch dominieren. Aber eigentlich keine so schlechte Nachricht für die Schweiz, denn unser Land war ja immer gewohnt, in zwischen unterschiedlichsten Blöcken, für halt in Europa, heute weltweit zu existieren. Ist das sozusagen ein Steilpass für die schweizerische Neutralität? Ja, es könnte eine Chance sein, aber es wird sich dann in Zukunft zeigen, was wir daraus machen. Herr Korpskommandant, ganz herzlichen Dank. Wir haben hier ganz knapp bemessene Zeitbudgets, denn Sie müssen weiter. Es ruft schon in wenigen Minuten ein Meeting. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Alles Gute. Danke.